Hoch oben, im Untergrund großer Erdgasanlagen oder im Keller eines Privathaushaltes. Die Techniker der Salzburg AG kümmern sich mit vollem Einsatz um die regelmäßigen Wartungen und Überprüfungen von gewerblichen und privaten Gasanlagen. Die Wartung betrifft nur das Gasgerät und eine wiederkehrende Überprüfung ist eine sicherheitstechnische Überprüfung der gesamten Gasanlage inklusive der Gasleitungen und der Abgasanlage durch den Rauchfangkehrer. Die Überprüfung von bewilligungspflichtigen Gasanlagen schreibt die Behörde alle 5 Jahre vor. Bei den meldepflichtigen Anlagen im Privaten beträgt der Intervall 12 Jahre. Verantwortlich für die Überprüfung ist immer der Anlagenbetreiber und dieser sollte sich unbedingt an die Intervalle halten. Durch Störungen kann es zu Ausfällen einer Produktionsanlage kommen und im schlimmsten Fall kann durch eine Undichtheit ein Gas-Luft-Gemisch entstehen und zu einer Explosion führen. Versicherungen könnten in diesem Fall auch aussteigen, wenn die Überprüfungen nicht durchgeführt werden. Bei der Biogasanlage der Firma Zemka in Pinzgau steht heute die wiederkehrende mehrtägige Überprüfung der kompletten Anlage auf Gasdichtheit und Betriebssicherheit an. Das Spezielle daran ist, dass wir die Überprüfung in Vollbetrieb durchführen müssen, da die Gasanlage nicht abgestellt werden kann. Ein Abstellen würde bedeuten, dass die komplette Produktion von Biogas eingestellt würde. Und ein neuerliches Hochfahren dieser Anlage wird mehrere Wochen dauern. Bevor es aber in luftige Höhen geht, ziehen Wolfgang und Florian die nötige Schutzkleidung an, denn hier handelt es sich um eine besondere Anlage. Aufgrund der Explosionsschutzzonen, die hier im Betriebsgelände herrschen, müssen wir unsere persönliche Schutzausrüstung, das antistatische Gewand, anziehen, um keine Funken zu ziehen und keine Explosionen zu erzeugen, falls es zu Undichtheiten kommt, die wir bei der Überprüfung feststellen. Über die steilen Treppen gelangen die Techniker auf den rund 20 Meter hohen Fermenter der Biogasanlage. Hier heißt es erstmal sichern. Dann wird mittels speziellem Messgerät Gas gespürt. Hierfür verwenden wir die speziellen Messgeräte, sogenannte Gaskonzentrationsmessgeräte, und suchen Undichtheiten an der Leitung, an den Verbindungen. Wieder zurück auf festem Erdboden geht es für Techniker Florian zur nächsten Überprüfung zu einer Erdgasanlage nach Kaprun. Wir sind jetzt in Kaprun bei einer Großanlage. In der Anlage herinnen haben wir einen Bio- und einen Erdgaskessel. Der Unterschied zu der Anlage bei der Zemka ist der, dass wir da die Möglichkeit haben, die Anlage abzustellen. Also es wird kein Gas jetzt entnommen. Die Leitung wird jetzt leer gemacht, drucklos gemacht und dann mit Druck beaufschlagt. Die Überprüfungsdauer, die ist abhängig einfach vom Leitungsvolumen, das kann man vorher nie sagen. Es wird jetzt quasi die Leitung ausgelittert, dass wir wissen, welcher Volumen im System ist, im kompletten. Und daraus gebend von den Liter abhängig ist dann auch die Prüfdauer. Grundsätzlich wird die Druckprüfung in der Hotellerie und in privaten Anlagen angewandt. Überall dort, wo kein Prozessgas verwendet wird und die Anlage abgestellt werden kann. Ablaufen tut es so, wir dann jetzt einmal die Erdgasversorgung absperren, dass kein Gas mehr im System ist. Danach wird die Leitung leer gemacht, drucklos gemacht. Eine lösbare Verbindung wird geöffnet, wo wir ins System uns mit dem Prüfgerät reinhängen können und dann wird die Leitung eben ausgelittert, dass wir das Leitungsvolumen feststellen und dann die Leitung aufgedrückt und die Prüfung beginnt dann quasi. Bei der elektronischen Leckmengenmessung gibt es eine Obergrenze, die was 5 Liter pro Stunde undicht bedeutet. Wenn das überschritten wird, muss die Anlage auf der Stelle abgesperrt werden und darf auch nicht mehr in Betrieb genommen werden. Anschließend wird ein Prüfprotokoll erstellt, auf dem die Leckmenge steht. Dieses wird dann dem Betreiber zugesandt. Nach der Überprüfung in Kaprun hat Florian noch einen Überprüfungstermin in einer kleinen Wohnsiedlung.
Jetzt befinden wir uns bei einem privaten Haushalt, bei einer Privatanlage, wo wir die wiederkehrende Überprüfung durchführen müssen. Grundlegend gilt genauso wie bei Gewerbe- und Industrieanlage ein bestimmter Intervall. Beim privaten Haushalt sind das immer 12 Jahre. Das ist im November 2017 auch für verbindlich erklärt worden. Das heißt, der Anlagenbetreiber ist jetzt verpflichtend, dass er spätestens oder längstens alle 12 Jahre die wiederkehrende Überprüfung durchführen lässt. Ein Anlagenbetreiber muss nicht zwingend der Vermieter sein. Wenn ich als Mieter in einer Wohnung lebe und Gas beziehe, dann bin ich als Mieter auch dafür verantwortlich, dass die wiederkehrende Überprüfung durchgeführt wird. Was unter Gasanlagenbetreibern oft für Verwirrung sorgt, ist der Unterschied zwischen Wartung und Überprüfung. Ja, das wird oft verwechselt. Bei der Wartung handelt es sich wirklich tatsächlich nur um das Gasgerät. Da wird das Gasgerät kontrolliert angeschaut, ob alles funktioniert, ob alles dicht ist. Und bei der wiederkehrenden Überprüfung handelt es sich um eine gassicherheitstechnische Überprüfung der gesamten Gasanlage. Sprich, einmal die Leitung plus das Gasgerät. Und wird auch somit quasi in einem anderen Intervall geführt als wie die Wartung selber. Die Wartung vom Gasgerät wird jährlich empfohlen und die wiederkehrende Überprüfung der Gasanlage im Privatbereich, dazu gesagt, muss alle 12 Jahre längstens stattfinden. Wie bei der Gewerbe- und Industrieanlage wird auch hier die Druckprüfung durchgeführt, die Leitung wird ausgelittert und mit dem elektronischen Messgerät wird das Leitungsvolumen bestimmt. Abhängig von der Leitungslänge beträgt der Arbeitsaufwand rund eine Stunde. Ein Teil der Überprüfung ist eben einmal die Überprüfung vom Gasgerät mit der Leitung auf Dichtheit, das was eh durch uns von der Salzburger AG durchgeführt wird. Und der zweite Teil besteht daraus die Überprüfung der Abgasanlage, die was aber in Salzburg nur von öffentlich zugelassenen Rauchfunkkehrern durchgeführt werden darf und befunkt werden kann. Alle Informationen rund um die wiederkehrende Überprüfung von Gasanlagen erhalten Sie auf der Homepage oder unter der Hotline-Nummer der Salzburger AG.